Hallo. Und herzlich Willkommen. zu einer Neun. Folge Let's Play. Minecraft. Yay! Juhu! Oh Mann, ey. Wir sind noch bekloppt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich letzte Folge stehen geblieben bin oder letzte Aufnahmesession. Aber ich habe auch gehört, der Ich habe Danny auch hat erstmal. ein tolles Thema vorbereitet. Ja, und zwar, was heißt das Thema? Das ist eigentlich eine wichtige Frage. Was ist das, was für einen Unterschied gibt es zwischen ja, Zockersüchtigen und Hobbygamer? Würde ich gerne mal anschneiden, dieses Thema. Gut, ich bin ganz Ohr. Ja, also meiner Meinung nach würde ich das eher so sagen, dass also die richtigen Süchtigen sind für mich eher die, die auch sich irgendwie zu sehr in dieses Spiel reinsteigern. Und zum Beispiel, sagen wir mal, GTA Online. Oder jemanden killst, dass sie sich gleich übelst aufregen und wie die kleinen Kinder sich benehmen. So eine Sachen halt. Ja gut, aber ich finde, dadurch bist du jetzt noch nicht zwingend spät. Spiele Nein, ich bin. süchtig. Ich meine, Nein, nein, das ist eins von diesen. es Von gibt den. auch na, sag schon, Ja. Leute, die bekannt sind, die einfach von Natur aus so sind. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Die gibt es natürlich auch. Aber im meisten Falle würde ich doch eher auf die Süchtigen tippen. Also was ich schon grenzwertig finde, sind so Sachen, klar, dass man, wenn man so Online-Spiele, so MMOPGs, Ja. zockt, dass man da auch so ein bisschen, ja, seinem Char eine Historie gibt, ne? Warum ist das so und was? Und dann gibt es aber welche, die übertreiben das maßlos und leben quasi nur noch in dieser Welt, ne, also ersetzen quasi ihr Real Life durch die Ingame-Welt, also durch ihren Ja, Char. genau. Ich glaube, da hast du Das richtig auf den Punkt gebracht. Das sind gleich die Spiele, wo die meisten süchtig werden könnten. Bei diesen MMOs. Wo du deinen eigenen Char hast. Also quasi kannst du dich selbst erstellen, so wie du gerne sein willst. Und halt, ja, deine eigene Welt leben. ja, aber mal Und quasi anders den, sie dir so gesehen. erstellen, wie du möchtest. Manche wollen auch eher nur da rein fliehen. Warum auch immer. Ja, aber was treibt so Leute dazu, Ich wirklich weiß sich es auch von nicht. der Außenwelt abzuschotten? Und ja, scheint ja schon fast krank, oder es ist ja krankhaft eigentlich. Ja, ich meine, wenn du halt erstmal da reinkommst, das ist gleich wie das Rauchen, du kommst ja so schnell nicht mehr raus. Ja, gut, weil beim Rauchen ist es ja ein Suff oder ein offensichtlicher Suchtstoff, der dich da gefangen hält. Aber was ist das bei einem Spiel? Also, da gibt es ja Gute Frage, ja. keine Chemikalie, die mich irgendwie dazu zwingt, oder die mich abhängig macht, die meinen Körper abhängig macht. Außer sie bekommen im Leben sonst keine Anerkennung für irgendwas, müssen dadurch auf sowas zurückgreifen. Aber ich glaube, aus dem Das kann natürlich auch Zeitalter sein. Ich weiß sollten. nicht, was. Ich kann da echt nicht sagen, was bei denen in den Köpfen vorgeht. Ich selbst war ja auch noch nie spielesüchtig. Also. Er konnte mich ja mehr von reißen. Also ganz normal, wenn ich was vorhabe, kann ich irgendwo hingehen. Oder mich irgendeiner fragt, hey, ich hab's damit, na klar. Und ich sage, nee, ich muss das und das machen. Ich muss nicht das zocken und zwar. Das. Nee. So schlimm ist es bei mir nicht. Julia, was sagst du denn dazu? Ich muss mich kurz konzentrieren, Moment. Schön aus der Ja, die Affäre Mauer geht vor. gezogen.
Okay, ich. Ja. Also, ja, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es mit der Anerkennung zu tun hat und vielleicht auch mit so, keine Ahnung, Glückshormonen, die da freigesetzt werden Okay. und die dann eben diese, ja, gerade so Bestätigung brauchen und dann eben der Welt in die Welt hineingezogen werden und dann irgendwie nicht mehr rauskommen. Weil sie dann vielleicht gerade bei so Online-Rollenspielen Erfolg haben wie im normalen Leben und dann sich da besser fühlen. Ja. Interessant. Ja. Daran habe ich doch gar nicht gedacht. Ja, es stimmt schon. Viele Spiele sind heutzutage aber leider auch darauf ausgelegt, dass du als Spieler relativ schnell Erfolg verzeichnen kannst. Ja, kommt natürlich bei Ihnen gut an. Ne, ich meine, wenn ich mir überlege, so alte, ältere Spiele, wo es nicht alle 10 Meter einen Speicherpunkt gab, da warst du, wenn du einfach sinnlos durch die Gegend gerannt bist, schlicht und ergreifend irgendwann gelackenmeiert. Wenn dann halt die Munition alle war oder du nicht genug auf deine Heilung geachtet hast. Das stimmt. Ich Dies ist vielleicht sogar meine. noch ein gutes Beispiel. Mein bester Kumpel, darüber ich weiß, ob jetzt immer noch mein bester Kumpel ist, ich habe schon ewig nichts mehr von ihm gehört, der war auch mal spielersüchtig. Das Okay. hat man richtig ihn angesehen. Wenn du zum Beispiel zu ihm kamst und einfach nur ein bisschen mit ihm quatschen wolltest, du hast ihn nicht vom Rechner weggekriegt. Er hat sich mit dir unterhalten, aber er konnte dich nicht einmal ansehen. Also Das war schon quasi. ziemlich, das war echt unheimlich, wenn es so, als wäre da irgendwie einer, der, wie so ein Roboter, keine Ahnung, der ist nur fixiert auf den Rechner und du sitzt daneben, unterhältst dich mit ihm, aber er zeigt dir keine Zuwendung sozusagen. Das war schon echt unheimlich. Ich werde angegriffen. Hilfe. Oh, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie. Mit dem hast Das Problem ist, da ich im Hintergrund noch Minecraft-Folgen hochlade, ist es bei mir nicht ganz flüssig aktuell gelegentlich. Ja. Aber es hat schon geholfen, die hier die Beleuchtung des Weges, die Zombies spawnen nicht mehr direkt im Dorf, wollte ich gerade sagen, und prompt steht da vorne eine Hexe. Oh, Helge hat das Spiel verlassen. Ja, Ja, bin gleich wieder da. Das achso. war Absicht. Aua, 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 warum ist der hier drinne? Ich will die Tür wieder zumachen. Fällt euch denn noch was zu dem Thema ein? Gleich, ich bin nur gerade Ja, kannst du es ganz gut, wir haben Zeit. umzingelt von irgendwo war doch hier noch Und wir haben eine 20 Minuten. Hexe. Ich habe auf meinem Handy habe ich auch so einen Blinkfeed mit ein paar Nachrichten, aktuellen Nachrichten eben vom Tag oder ja aus der ganzen Welt. Und da habe ich vor ein paar Wochen gab es die Schlagzeile, dass irgendwelche chinesischen Eltern ihre Kinder kauft haben, nur damit sie sich in einem Online-Rollenspiel irgendwie Ausrüstung oder irgendwas kaufen konnten. Ernsthaft? Und ja, stimmt, den Artikel habe ich auch Die gelesen. Das ist Kinder echt heftig. Und das verkauft? war richtig krass. Das ist echt krass. Und woanders war das sogar da auch chinesische Also. Eltern, die haben total ihre Kinder vernachlässigt, haben dir nichts zu essen gegeben, weil sie keine Zeit hatten, weil die immer nur am Zocken waren. Und da sind irgendwann die Kinder draufgegangen, oder das Kind. Boah. War dann echt heftig. Also, Also hier nach weiß ich dem nicht, wie kann man. Prinzip,
Ne, ich muss den Endboss jetzt besiegen, den kriege ich aber nur besiegt, wenn ich irgendwie eine super duper Sonderausrüstung habe. Genau. Oder wie muss man das verstehen? Dadurch verkaufe ich Weiß jetzt halt mal meine Kinder. ich. Ja, genau. Ja. Den war dann Ich. irgendwie auch dieses Online-Rollenspiel, also der Charakter in dem Spiel wichtiger wie ihr echtes Leben oder so. Das Das ist ist krass. schon heftig. Das ist echt Warte krass. mal. Also ich weiß nicht, wie man so weit gehen kann. Verstehe das einfach nicht. Vor allem, was müssen die dann bitte für Geld in diese Spiele investiert haben? Ich meine, so ein Ja. Kind verkaufst du ja auch nicht für ein paar Kinderleben. Hunnis, sondern. Und Julian ist schon wieder draußen. Was machst du denn du? Nee, drinnen. Das Nee, ach, verbotene hat das Spiel ist Spiel wieder da. betreten. Achso. Da Da vorne kann ich nichts schnetzelt machen, sich Alter. jemand. Das ist bestimmt Julian. Oder Ja. da. Ich bin gespawnt und gleich zwei Spinnen um mich rum. Oh. Ich helfe dir. Naja. Du brauchst gar keine Hilfe mehr. Ne, passt. Jetzt habe ich mich todesmutig aus dem Haus rausgewagt. Ihr habt's alle gesehen, das war voll todesmutig. Nein, ich bin jetzt nicht gleich wieder ins Haus reingegangen. Mich würde auch gerne mal interessieren, was unsere Zuschauer darüber denken. Vielleicht, Ja, ich dachte, es. irgendwie wäre ja mal ein oder anderes was in die Könnt ihr Kommentare. in die. Genau, Also schreibt's in ich die hätte mal Bock, Comments. mich da noch ein bisschen mit zu diskutieren. Habt ihr das selber schon Erfahrungen mit sammeln müssen, selber aus der Verwandtschaft? Was glaubt ihr, was dazu zu dieser Spielesucht führen kann? Oh, da lief der Dani vorbei. Hallo Dani. Ah, aua, ein fliegt Pfeil hinterher. Ja, hinter dir läuft ein Skelett her. Ja. Creeper. Genau, ob ihr selber schon Erfahrungen damit gesammelt habt, persönlich, oder ob ihr da jemand kennt, was ihr glaubt, was so die Faktoren sind, dass einen da reintreibt. Ich meine, bei der klassischen, was heißt klassischen Spiele, so bei der Spielesucht an sich, was so um Glücksspiel oder wenn es um Glücksspiel geht, da ist es ja einfach, die Leute können dann nicht mehr aufhören zu spielen. Spielen, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie so eine Glückssträhne haben. Ne, oder wenn sie dann eine Pechsträhne danach haben, haben sie die Einbildung, ja, beim nächsten Wurf Genau. läuft's Naja, wieder hab und ich schon. ja, dann kommt das vielleicht auch irgendwann mal hin und dann, ah, jetzt habe ich wieder voll den Lauf. Ne, Hab ich auch schon deswegen. miterlebt. Auch wenn das vielleicht als Jugendlicher voll cool ist, so um Geld und sowas zu zocken, aber man darf nie vergessen, dass da auch eine gewisse Gefahr dahinter steckt. Und da meine ich jetzt nicht den Opi, der sich halt jede Woche sein Lotto loskauft, einfach aus Gewohnheit. Ne, der macht das meistens auch nicht, weil er jetzt wirklich hofft, den großen Jackpot zu gewinnen, sondern einfach auch so ein bisschen, ja, weil du quatschst ja dann auch mit den Leuten dort in dem Lädchen. Ja, ich kenne das zum Beispiel Genau. von meinem Opa, der kauft sich, oder hat, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, der hat sich immer jede Woche einen Lottoschein geholt. Ich Oh, habe ist ihn doch schön. nie gefragt, Aber auch dumm zu quatschen. warum er es gemacht hat. Das müsste ich mal tun, So. das würde mich jetzt mal interessieren. Ne, also, wenn ihr auch einen Opa habt, der sich jede Woche einen Lottoschein kauft, fragt ihn doch mal Genau. Ich mach's sogar jetzt. Tschüss. warum. Oh, Alter, da stehen ein, zwei Creeper vor der Haustür. Ich trau mich hier nicht mehr raus. Ich spring alles weg. Danny, hilf mir. Ich bin gerade schon wieder in meiner Untergrundwohnung. Was? Untergrundwohnung, was? Ja, da ich letztens aufgehört habe. Ich habe erstmal so die Der Küche Danny aufgehört verheimlicht uns hatte. was. Ja, sag ich dir, das wird eine Überraschung.
Also sieht man in der letzten Episode. Da, man sieht nicht, aber man hört mich, wie ich sage. Es wird eine Ein Überraschung. Jetzt. Clubhaus. Yay. Lass dich einfach mal überraschen. Ich bin aber ein kleiner Wunderfitz. Ich hab Pfeile, warum? Ich hab Pfeile, dann machen wir das. So, wenn ich jetzt rauskomme, keine Spinne. So. Hey, wo ist denn jetzt hier? Da ist ein Creeper. Komm, 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 komm. Creeper. Daneben? Nein, getroffen. Haha. Aber man sah durchaus, wie verzögert das tatsächlich bei mir ist. Da ist der nächste Creeper. Da ist eine Spinne. Aber die wird ja gleich lieb, wenn die Sonne aufgeht, ne? Oh, das habe ich auch schon lange gebaut. Da brennt irgendwas. Haha. Höre ich auch. Was will? Ah, da. Und deshalb habe ich Fackeln. Oh, mein Schwert ist kaputt. Ups. Wo ist jetzt der Creeper hin? Ich kann hier nicht in Ruhe weitermachen, bevor ich den nicht vernichtet habe. Stirb, Creeper! Stirb! Stirb! Oh, scheiße, das war ein falscher. Oh. Schnell wieder Erde hinpacken. Zack. So. So. Jetzt brauche ich erstmal ein neues Schwert. Und ich habe Intelligenz. Spinne? Was ist es? Es ist Tag, du musst lieb sein, Spinne. Nee, ich glaube, die Sonne rein. Tatsächlich ist da auf dem Monitor. Ich bin in der dunklen Höhle. Stirb, Spinne! Puh, also ich brauche definitiv ein Schwert. Warum regnet es schon? Also ich habe das so langsam das Gefühl, Minecraft kennt nur zwei Arten von Wetter, beziehungsweise eine Tageszeit, Nacht und Regen. Ja, reicht doch. Wenn wir das Nacht oder das Regen. Ich finde das blöd. Jetzt rülpst hier mein Typ auch noch mitten in die. Das gibt's doch nicht. So, ich habe wieder Kies für die Kiste. Ich hatte mir eigentlich einen Plan gemacht, was ich danach. Ah, ich wollte noch beim Gästehaus anbauen. Siehst du mal. So, Krimskrams, Truhe, Knochen, Schwarzpulver, Seide. Ja, und wieder was für Robins Truhe. sieht gut aus. Ja, langsam ist seine Truhe richtig voll. Ja. Weh, der verschmäht die. Bestimmt freuen, dass wir so viele Sachen für ihn gesammelt haben. Nur für ihn. Ja, will ich doch mal hoffen. Er weiß ja, dass wir immer an ihn denken. Inzwischen wissen wir ja auch, wie Robin aussieht. Ich weiß es immer noch nicht. Hat Das die, wird's mal erklärt, hat oder? dir die Beschreibung nicht gereicht? Ja, schon. Also ich kann mir ein Bild jetzt von machen. Also ich kann dir das Bild auch gerne weiterleiten. Irgendwann. Irgendwann, ja. Ich habe gedacht, Thomas verarscht mich. Ja, er hat ihn ja noch getroffen, den Bäcker, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Wenn wir Pech haben, reicht der Redstone nicht. Da ein Repeater hin. Eins. Ich habe einen.
einen dämlichen Redstone zu wenig. Ja, in der einen Kiste unten, wo Redstone ist, da ist noch zwei, müssen noch zwei drin sein. Nee, ich mach das jetzt einfach anders. Ich Achso, versetze dann jetzt geh einfach schon, die weil eben Lampe eins gerade. nach vorne und gut ist. Das geht auch. Jetzt nimmt die Lampe schon auf. So. Erde. Nee, das war falsch. Ah. Mann. Steinziegel, Lampe. Egal, der Buddy. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch hinbauen soll. Ja, wollen wir Wetten abschließen, ob Steffi heute noch kommt? Machen Sie jetzt Ihren Aber Wetteinsatz. mit Geld. Da geht's jetzt schon wieder los. Wo wir gerade beim Thema sind. Man muss ja nicht zwingend immer um Geld wetten, man kann auch nur um eine Tüte Smarties wetten. Das können wir auch machen. Für andere lustige Pillen. Bitte was? Ich weiß nicht. Kenne mich mit sowas nicht aus. Hey. Mal gehört. Ach so. So nennt man das heutzutage. Ich hab mal gehört. Ein Vögelchen mit Zwitschert. Da noch andere lustige Pillen gibt, denen ich nichts weiß.